Ja, hallo, herzliches Willkommen zurück zu Elden Ring. In dieser Folge schauen wir uns die Katakomben des Gräberwalds an. Ups. Ja, wir haben hier diese zweite Steinschwert-Siegelmauer oder wie die auch heißt, gefunden. Dahinter ist ein Skelett. Sind zwei Skelette. Ja, und hier vermute ich mal, sind solche, wie hießen die nochmal? Wichte. Einfach nur Wichte, okay. Wie immer. Hallo? Oh nein. Oh oh. Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Okay, ich muss nur noch mal da dran gehen. Okay. Da hängt irgendwas. Ah! Skelettis! Okay. Oh, gruselige Atmosphäre. Das sind Start. Oh, die halten ja viel auf. Das Ding hat nur noch einen Arm. Okay. Skelette sind uncool. Hab ich den nicht erwischt? Lol. Ja. Oh Mann, wie stelle ich mich denn an? Ah. Alles klar, die Skelette haben dieses Upgrade also auch bekommen. Da ist scheinbar der Schalter. Das ist scheinbar ein Dungeon mit Skeletten. Oh oh. Ach, das sind Bogenschützen. Leroy Jenkins. Ey, Junge! Mein Gott! Ach, das sind zwei! Vielleicht sollte ich ein Schild nehmen. Ein Schild wäre vielleicht ganz gut.
Ein Schild wäre... Na. Ey. Ein Schild wäre vielleicht wirklich ganz gut. Ich habe schon 7000... Okay, warte mal. Ich mache mal kurz, ganz kurz ein Level ab. Wechsel die Ausrüstung. Weil ich glaube, 2 Großschwerter ist ein bisschen zu viel. Vor allem, wenn kein Platz ist. Ja. Was brauchte ich? Moment. Der große Degen. Was braucht 16 Geschicklichkeit? Vielleicht gehe ich mal mehr auf Geschicklichkeit jetzt. Oder mehr auf Kondition für mehr Gewicht. Geschick. So, dann hätten wir jetzt eine neue Waffe, glaube ich, die wir verwenden können. Und dann gucken wir mal. Ach nein, 16 Geschick war das. Stimmt ja. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, 2 gespaltene Sichel zu verwenden. Wollen wir es mal mit 2 Äxten versuchen? Komm, ich mach mal 2 Äxte. Und zieh mir vielleicht dann andere Kleidung an. Yo. Ah, komm, voll ausgerüstet. Mit 2 Äxten. Oh Gott, bist du langsam. Warum bist du so langsam damit? Okay, ich glaube, Äxte sind doch blöd für diesen Dungeon hier. Dann nehme ich doch lieber was anderes. 2 Hämmer wären cool. Wären ganz cool, glaube ich. Was gibt es hier noch eigentlich? 2 Fackeln? Moment mal. Wie wären denn 2 Fackeln? Nein. Ja, jawohl. Nur mal so aus Interesse. Oh. Ach, schade. Geht leider nicht. Okay. Fackeln kann man nicht doppelseitig tragen. Oh, ich habe jetzt einen besseren Schild. Aber ich habe auch diesen vergoldeten Eisenschild. Den habe ich vergessen. Vorzulesen, meine ich. Ein kleiner Metallrundschild, schwerer als ein Holzschild, aber mit höherer Schadensresistenz. Obwohl die Vergoldung schon abblättert, verstärkt er immer noch leicht eure Resistenz gegen Heiligschaden. Gold, also gegen Heiligschaden, okay. Okay. Egal, ich nehme hier Doppelschwerter. Komm, warum nicht? Jawohl. Ja, nice. So, ich bin voll geladen. Jawohl. Kann ich ein Skelett eigentlich assassinieren? Vielleicht, aber das sollte ich überlassen, nicht, dass da auseinanderfällt. Obwohl ich kaum halte. Jupp. Also klappt auch ganz gut.
klappt doch viel besser. Ja, meine Güte. Du kleiner Stricher. Danke. Na also, eine ganz andere Geschichte jetzt. Ich bin schwer. Hey, Digga, Bimba, wo kommt der denn her? Und noch was, ich rolle schwer, das ist nicht gut. Große Last. Ja. Komm, ich nehme den Kaidenhelm. Yay. Und ich heile mich mal. Jawohl. Meine Augen. Einen Moment. So. Ich nehme doch auf, oder? Jawohl. Ups. Nicht, dass hier auch noch irgendwo Wichter an der Wand kleben. Ich habe irgendwas gehört. Okay, gruselige Stimmung. Alles klar, alles klar. Na, wie gut, dass ich einen Bogen habe. Lahaha, lahaha. So, wer steht hier auf? Niemand? Als ob. Ob hier niemand aufsteht, hallo? Okay, folgendes. Wir haben doch einen Bogen. Beziehungsweise sogar eine Armbrust. Ach, ich nehme mal die Armbrust. Ach ja, stimmt ja. Also. Menschenknochensplitter 5 Stück. Aha. Okay. Was sind das für Dinger? Menschenknochensplitter, was machen die? Ist das eine, also ein Hand, also Handwerksgegenstand? Wo bin ich blind?
bin ich blind. Hier, ich bin blind. Okay. Blind man beim Jagen jener, die im Tode leben. Okay. Ein Knochenfragment mit dunklen Flecken. Material zur Herstellung von Objekten. Findet man durch die Jagd auf jene, die über den Tod hinaus lebten. Leider so brüchig, dass er bei der kleinsten Berührung zerfällt. Okay. So, was wollt... Ah ja, das Schild. Kann ich den Schild wechseln? Oder ist er zu schwer? Er ist zu schwer. Leider. Schade. Im Gang steht doch bestimmt einer auf. Hier steht doch bestimmt einer auf, jawohl. Okay. Interessant, dass da so geleuchtet hat. Nix. Oh, hallo. Oh, ich muss da hoch weiter. Okay, da ist doch einer, oder? Bestimmt. Es sind vier. Ich habe eine Idee. Machst du mal... Ach, jetzt auf einmal machst du das, oder was? Ah, Mann, Leute. Diese blöde Sch... Alter, das gibt's doch nicht. Diese blöde Säule funktioniert da halt einfach nicht. Ich das, Alter. Oh. Toll. Hervorragend einfach nur. Na, hallo, steh auf. Na, also geht doch. Au, ey.
war ja noch einer, ne? Komm, Junge. Aber hier noch mal. Du hier, oder? Jo. Ja, cool. Was war das? Es kommt da eine leuchtende. Danke schön. So, jetzt noch mal. Augen. Hilfe. Gut, das wäre das gewesen. Jawohl. Noch irgendwas? Nein. Redekopf, danke. Oh. Wo bist du? Da bist du. Sagt mit menschlicher Stimme danke. Oh, wie süß. Bla 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 bla. Okay, nichts Neues. Also hopp. Sehr gut. Ja, die haben die Skelette hier in Elden Ring besser gemacht. Ich kann nur schätzen, wer auferstehen wird. Nicht, dass es wieder Hunderte sind, wie bei der Brücke in Dark Souls.
Die können sich ganz gut totstellen. Leider stehen die auch nicht vorher auf. Und wenn ich schon dort bin, glaube ich. Hallo. Voll in die Rüstung. Steht nicht noch jemand vielleicht auf? Oh, da geht's ja weiter. Nein? Noch irgendwer? Echt? Niemand? Okay. Dagegen habe ich nichts. Vielleicht sollte ich online gehen. Was meint ihr? Damit ich Benachrichtigungen und so lesen kann. Aber dann könnte es eventuell Spoiler geben. Warte, dass jetzt von dort Skelette kommen. Nein? Okay, jetzt bin ich kurios. Niemand? Okay. Dann eben halt niemand. Na gut. Okay. Okay. Wie viel bringen Skelette eigentlich? Ich habe gerade nicht geguckt. Nicht so viel, scheinbar. Aber okay. Dann mache ich wieder einen auf Doppelschwert. Aber was, wenn Skelette kommen oder noch mehr solche Wichte? Ich nehme mal den Schild. Kann ich noch eine Armbrust nehmen? Nein, okay. Schicker Schild. Ist zwar nicht aus Gold, sondern Messing, aber sieht trotzdem schön aus. Shiny.
Okay, habe ich alles soweit? Ich glaube ja. Ich mach mal so hier. Okay. Friedhofsschemen. Schemen? Oder nur ein Ding? Ach du Heilige. Was bist denn du? Irgendwie ist das Ding gruselig. Irgendwie ist das Ding schon gruselig. Ja. Irgendwie fliegen voll OP. Oha. Oh. Ach, das war's. Nice. Asche von Ludl der Kopflosen. Oh. Ich habe schon wieder nicht gesehen, wie viel Drohnen mir das Ding gebracht hat, der Boss. Aber naja, egal. Okay. Das hat der Boss auch sehr interessant, das Design. Asche von Ludl 104, der Kopflos. Alter. Ruf den Geist von Ludl der Kopflosen. Eine Dame. Okay. Legendäre aschene Überreste. Hiermit ruft ihr den Geist von Ludl der Kopflosen. Der Geist einer kopflosen Ritterin, die die Soldaten des Mausoleums anführt, schleudert eine Spektrallanze des Todes. Okay. Ludl opferte ihr Leben, um im Tode einen seelenlosen Halbgott bis zu seiner Auferstehung beschützen zu können. Okay, für ihr Opfer wurde sie als Heldin mit einem Erdenbaumbegräbnis geehrt. Okay. Das war's hier? Scheinbar, okay. Okay, ein bisschen sehe ich jetzt aus wie so ein Wikinger. Voll cool. Moment, noch besser. Hier, Morgenstern. Gefährlich. Okay, zurück zum Eingang. Ja, hat nicht... Also... Was heißt, ich hat nicht viel gebracht. Ich habe Runen und eine neue Asche bekommen, die ich nicht verwenden kann. War aber interessant, wieder mal die Skelette zu sehen. Aber die sind anders als diese anderen Skelette, die ich zuerst gesehen habe, getroffen habe, am Strand. So, was hat das hier nochmal... Ah ja, da habe ich die Sense gefunden. Da ist da der Gift-Dungeon. Dort ist das da, dieses Gefängnis mal wieder. War ich hier schon? Ich weiß nicht mehr. Ich gehe mal dahin. Ich glaube, ich mache so eine Runde hier. Ja, ich glaube, das mache ich. Hopp. Boing. Naja, immerhin, wir haben unsere erste legendäre Asche gefunden. Betäubend. So. Genau.
jetzt gerade wirklich irgendwie ohrenbetäubend leicht. So. Da oben? Da oben, genau. Ah, stimmt ja. Stimmt ja. Das Ding war da. Jo, was, wenn ich mit zwei Schwertern... Schnell. Genau. Ey, ich wollte zuerst angreifen. Hey. Hey. Au. Okay. Leg dich ab, Junge. Boah, halt, das Ding ist gut. Nein, ich wollte zuerst angreifen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, komm. Ah. Du bist nur so ein Alpha-Girchen hier. Mann. Na also. Nein. Nein, du kleiner. Also komm, gib mir dein Köpfchen. Das Ding hat dein Köpfchen versteckt. Gibst du mir dein... Okay, ich muss... Mann. Ich muss dem etwas... Also komm, jetzt aber... Jawohl. Dankeschön, lecker. Nam, 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 nam. Oh, goldenes Grünwürmchen. Oh. Shiny. Und jetzt habe ich die Dinger am... Also, am Hals. War hier nicht noch eine? Da fliegt sie doch. Ich habe einen Schatten gesehen. Da. Ja, visiert die... Sag mal... Sag mal... Gut. Eben halt so. Ich glaube, der Skarabäus hat sich vor den Landoktopussen versteckt. Kann das sein? Da ist noch einer. So, noch irgendwo. Jetzt auf einmal kommst du. Alter. Nervig, die Dinger, nervig. Goldglühwürmchen. So, noch mehr hier irgendwo? Nein, nein, nix. Ah. Loot, loot, loot. Nein, nix. Okay.
Dann schauen wir mal. 11 schon. Ein golden schimmerndes Glühwürmchen. Nahe Gewässern bei niederen Erdenbäumen gefunden. Dem Leuchten von Glühwürmchen wird eine verführerische Magie zugeschrieben. Goldenem Licht wird nachgesagt, ziehe Runen an. Okay. Okay. Noch ein Schiedel. Da war ich doch gerade. Ja, fast dort. Gut. Ich glaube, das waren die Schwerter. Wir hatten genug von denen. Jetzt mal mehr davon. Na, was meint ihr? Habe ich noch? Bin ich schwer? Große Last. Ach, verdammt. Jetzt. Also, geht doch. So, wo bin ich hier eigentlich? Ah, ja. Ein Turm. Wer bist denn du? Hallo, wer bist denn du? Oha. Okay. Ich gehe mal zum Turm. Oder ich gehe erstmal da runter. Alter Kavallerist sieht irgendwie gefährlich aus. Hallo. Wow. Was hat es mit den Leuten auf den Stühlen auf sich eigentlich? Wow. Schöne Schwerter. Wirklich sehr schön. Also hier komme ich wieder hoch. Alles klar. Okay. Was haben wir hier? Nix. Gut, okay. Vorsichtig reiten, vorsichtig. Ja, vorsichtig. Der Ritter sieht sehr funky aus mit seiner Rüstung. Mit Bling Bling und so. So. Okay. Noch eine Truhe.
Und das hört niemand. Dupp. Alles gut. Oh. Hallo. Kuckuck. Natürlich, Mann. Nein, 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 nein. Ha, hab dich. Ich könnte jetzt... Wow. Bombardierung. Nicht, dass der jetzt hochkommt. Ha. Du kleiner Glückspilz, du. Ich glaube, ich könnte auch eigentlich weiter runter gehen, oder? Könnte ich an sich, will ich aber nicht. Ist das feige, was ich hier mache? Nee, ich glaube nicht. So, was haben wir dort? Alter. Wer, warum? Wer hat... Kommt er hoch? Der kommt hoch. Der kommt hoch. Okay, sehr gut. Das war's. Okay, ich habe einfach den Turm zu meiner Festung gemacht und damit war's das auch. Okay. Moment, aber wohin führt die Truhe hin? Ich könnte noch mal vorbeischauen, wenn ich Rip in Pizza Pferdi. Ich könnte noch mal vorbeischauen, wenn ich den Rest hier mir angeguckt habe. Ach ja, ich kann ja noch Wölfe raufbeschwören. Brauche ich aber nicht. Alles okay. Gar kein Problem. Kann ich da hoch? Ich kann da hoch. Gibt's da was? Da gibt's nichts. Wer baut denn sowas überhaupt? Oh. Dankeschön. Wow. Das wollte ich machen. Genau. So, na, dankeschön. War's das? Nein, hier ist noch was. Kopf der großen Libelle. Dreimal. Naja, immerhin. Gut, das war's hier. Jetzt geht's weiter geradeaus. Keine Wölfe hier? Gar nichts?
Okay. Baronin, oder? Jawohl. Dankeschön. Ich bin hier wie der richtige Tomb Raider, ne? Tomb Raider 15, Elden Ring Edition. Okay, da kommt die Fledermausbande. Doch, es gibt Wölfe, ich wusste es. LOL! Das könnte schwierig werden. Na, obwohl. Wow. Das war ungünstig. Oh oh. Kann ich auch. Alter, du Junge. Komm, lass dich erwischen. Okay, ich bin irgendwie gerade ziemlich blöd. Mal. Oh. Hm, so geht doch eigentlich ganz gut. Das geht doch. Okay. Ah, da hat ein... Oh, da ist ja noch einer. Gewesen. Ich könnte mal versuchen, die Fledermäuse zu nehmen. Wann will ich das? Könntest fürs Let's Play zeigen. Oh wow. Renne. Renne, ausweichen. Komm schon, du Krummfinger, du. Ach komm. Ey. Ach, das kann ich doch auch besser machen. Naja, so ungefähr. Hm. Naja. Oh, was gibt's dort? Warum habe ich gerade Tab gedrückt? Da komme ich. Dort war nichts, wenn ich mich nicht täusche. Oder ein Pilz. Jupp. Hier ist nichts. Ja, da war doch noch ein Schädel. Stimmt ja. Da war eine goldene Rune, alles klar. War nicht hier ein Schädel? Ach, den habe ich doch, den habe ich schon. Ja. Jetzt geht es
Weiter da lang, geradeaus zum Strand. Ja, Urlaub. Oh, ein Händler. Sogar in der Hütte diesmal. Ja, ein Freudenfurz. Huch, nein, das wollte ich nicht. Hier. So, was hast du anzubieten, mein guter Mann? Bald konnte ich mit jemandem sprechen? Nein. Hallo. Ist das nicht die gleiche Hütte wie aus Dark Souls 3 in dem in der Untotensiedlung? Oder? Nee, keine Ahnung. Hallo. Nun. Meine Kunden habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ihr könnt ja selber lesen. Abgeschiedener Händler. Kaufen. Dankeschön. Okay. Du hast eine interessante Maske. Corona oder was? So, was gibt's denn hier? Eine Laterne. Befestigt dies an eurer Hüfte, um die Umgebung zu beleuchten. Oh. Boah, das ist cool. Brei. Okay. Was ist das? Verlorene Kriegsasche. Ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen? Zweihänder. 3500. 19 Stärke. Was? Ein Zweihänder. Ein Riesenschwert. Oh. Geil. Alter, du hast voll das coole Zeug, Junge. Ich habe 6200. Ich brauche das Ding. In zwei Hände kann ich noch nicht führen. Boah. Bolzen. Das sind einfache Bolzen, ne? Opferzweck. Oh. Notiz: wanderndes Mausoleum. Das Ding dort oder was? Kaufe ich. Lese ich am besten jetzt. Have a safe journey. Dankeschön. Oh. Wanderndes Mausoleum. Wer den Weg des Mausoleums aufhalten will, muss zunächst um seine Füße für Ordnung sorgen. Okay. Dachte ich mir schon irgendwie. Weiterkaufen. Anything else? Ja. Die Laterne hätte ich wirklich sehr gern. Dankeschön. Eine kleine an der Hüfte getragene Laterne, die eure Umgebung erhält. Lässt sich beliebig ein- und ausschalten sogar. Wie cool ist das denn? Sie ist zwar nicht so hell wie eine Fackel, aber dafür bleiben euch beide Hände frei. Ja, danke. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Okay, nein. Oder hier? Wie trage ich... Trage ich die hier? Nein. Ja, auch nicht. Also hier im... Nee, hä? Moment. Habe ich die schon übersehen? Bin ich blind? Muss ich vielleicht hier rechts schauen? Ich guck gleich mal. Also hier war die nicht. Nein. Hier war die auch nicht. Nein. 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 Da ist die doch. Mensch. Befestigt dies an eurer Hüfte, um die Umgebung zu beleuchten. Kann ich das? Warte mal. Hier ist die doch. Oh, ich bin blind. Okay, aber einen Moment, das sollte ich vielleicht anstelle des Teleskops
Nein, das wollte ich nicht. Moment. So, entfernen und jetzt da rein umschalten. Das da. Ha, wie cool. Das ist ja mal voll cool. Nein, 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 nein. Das will ich nicht, das will ich nicht. Okay, das ist ja mal voll cool. Wie gut erleuchtet das? Ich hätte gerne Dunkelheit. Okay, das ist immer voll gut. Das ist wirklich ein sehr guter Kauf. Kann ich jedem empfehlen. Gut, das nächste. Was war das nächste, was du da hattest? Ermöglicht Duplizierung von Kriegsasche. Wäre Kriegsasche ohne jegliche Erinnerung an den Kampf. Ach so, in ihrem aktuellen Zustand kann sie keine Affinität gewähren. Doch Schmiedemeister Hugh von der Tafelrundfeste kann daraus andere Aschen herstellen. Oh. Okay, so können Kopien erschaffen werden, die anschließend nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind. Okay, wo ist die Tafelrundfeste? Okay, ich kaufe das mal. Alter, wie geil! Mordhau-Vibes. Das größte Schwert, das ein Mensch führen kann. Das brauche ich. Ist für den beidhändigen Einsatz gedacht. Doch wer nur durchschnittlich stark ist, dem dürfte selbst das schwer fallen. Ausladende Angriffe mit der langen und schweren Klinge lassen Gegner rückwärts taumeln. Sie ist aber auch scharf genug für tödliche Stoßangriffe. Okay, Talentstampfer Aufwärtsschnitt. Tipp, hebt eure Waffe und nehmt eine niedrige Haltung ein, die kaum einen Angriff erschüttert. Setzt dann mit einem starken Angriff als Aufwärtsschlag nach. Okay, wie viel wiegt die nochmal? 15. Heilalalalala. Heila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 l